Ja, liebe Freunde, vielen Dank fürs Einschalten zu Manor Lords, einem ja, Spiel, das schon so lange auf meiner Wunschliste war. Und da ging es nicht nur mir so, sondern vielen, vielen anderen Menschen auch. Denn Manor Lords war ja tatsächlich das meistgewünschte Spiel auf Steam, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und ich glaube 3 Millionen Leuten, die dieses Spiel auf der Wunschliste hatten. Und tatsächlich ist es absolut ein genialer Aufbaustrategietitel. Und ich muss sagen, ich habe mich schon ein bisschen satt gespielt von diesen Mittelalter-Settings, wo man Siedlungen baut und versuchen muss, das Überleben sicherzustellen. Aber dennoch muss ich sagen, habe ich unfassbar Bock auf Manor Lords. Das Spiel ist von einem einzelnen Entwickler, was ich absolut beeindruckend finde, der schon viele Jahre an diesem Titel arbeitet. Und jetzt ist es im Early Access endlich erschienen. Und ich dachte mir, wir werden jetzt kein richtiges Let's Play machen, weil wir momentan am Kanal eh genug und Anführungszeichen zu tun haben, aber schöne Projekte laufen haben. Aber ich möchte mit euch einfach mal reinschauen, so ein kleiner First Look am Kanal, weil ich das Spiel dann einfach so ein bisschen beobachten möchte. Ich möchte schauen, wie es sich weiterentwickelt. Ich möchte dann mal schauen, in welche Richtung das in Zukunft noch gehen wird. Und ja, den Early Access Titel einfach ein bisschen im Blick haben. Gut, also wir starten jetzt einfach mal ins Spiel rein. Und was ich schon mal ganz nett finde, ist, man kann hier gleich mal einen Charakter erstellen. Was richtig cool ist, ist, man kann tatsächlich in der First Person durch die Siedlung gehen, die man baut. Ich nehme da hier jetzt einfach mal den Erhard. Der sieht aus wie ein Erhard, finde ich. Hier kann man auch die Logos verändern, was auch irgendwie ganz nett ist. Also die Logos, die Wappen. Ich mache da jetzt einfach was Simples, aber im Endeffekt könnt ihr euch da auch richtig austoben. Ganz schön krass eigentlich, was hier alles so möglich ist. Ja, bleib jetzt einfach mal dabei. Und dann gehen wir mal auf Weiter. So, und jetzt, ich habe mal in den Spieleinstellungen jetzt mal, mal ein bisschen mehr auswählen. Wir haben hier am Anfang nur diese Early Access Map. Das heißt, da wird später auch ein bisschen mehr reinkommen. Aber es gibt ein paar Settings. Das heißt, es ist so ein Szenario quasi, Aufstieg zum Wohlstand. Da geht es darum, dass man keine KI-Gegner hat. Das ist ganz gut, um das Spiel einfach mal kennenzulernen. Dann gibt es eben Wiederherstellung des Friedens. Da gibt es eben Feinde auch außerhalb der Karte. Und man wird auch immer wieder überfallen. Und auf Messers Schneide gibt es auch noch. Aber ich würde sagen, wir starten einfach mal mit diesem Szenario rein. Das heißt, wir werden nicht überfallen. Ziel ist einfach Wachstum. Und ja, den Rest lassen wir auf Standard. Wir sehen hier Waffenlieferung und Co. Wetterereignisse ausgewogen. Das wird jetzt einfach mal so ein ganz klassischer Start in einen Aufbaustrategietitel, der aber, wie ihr sehen werdet, sehr viel Neues mit sich bringt. Deswegen hat es mich dann schlussendlich auch interessiert, weil gefühlt kommt in diesem Genre extrem viel raus, ständig, viel auch im Early Access. Und ja, ich möchte einfach mal schauen, was Manor Lords hier so anders macht als andere in diesem Bereich. Was man schon mal sieht ist, finde ich, wenn man sich das anschaut, ich gehe mal auf Pause, dass es etwas realistischer aussieht. Wenn man hier so rausgeht, sieht man, dass man hier am Anfang mal nur dieses Gebiet hier hat. Je mehr Einfluss man hat, desto mehr Gebiete kann man für sich beanspruchen. Wenn man rauszoomt, schaltet es automatisch in diese Ansicht um, was ich ganz cool finde. Und ich lasse jetzt mal die Tutorial-Erklärungen offen. Man hat hier ein Lehmvorkommen, man hat wilde Tiere, man hat ein Eisenvorkommen, Bärenbüsche und ein Feldsteinvorkommen. Und hier beginnt man. Das heißt, hier gibt es Zelte für Obdachlose. Und das Schöne ist eben, man kann auch wahnsinnig nahe ranzoomen. Und wie ich schon gesagt habe, hier oben haben wir unseren Herrscher. Wir können tatsächlich hier reingehen und in unserer Siedlung herumspazieren. Und wenn man sich jetzt das so anschaut, auch mit der Spiegelung hier in der Pfütze, muss man schon sagen, rein grafisch ist das Spiel jetzt schon grandios. Gut, ja. Und dann gehen wir vielleicht mal kurz das Menü durch. Sehen wir, wir haben hier... es geht um Familien hauptsächlich, die Arbeiten machen, nicht um einzelne Menschen. Wir haben nicht zugewiesene Familien im Moment. Die kümmern sich dann einfach um Standardsachen, wie zum Beispiel, dass sie Dinge zu einer Baustelle bringen und Gebäude aufbauen. Dann haben wir momentan 0 Wohnraum und 10 Familien, also Gesamtbevölkerungsstufe 5 Familien, so ist es. Genau, dann haben wir Zufriedenheit, wir haben eine öffentliche Ordnung, wir haben ein Regionsvermögen, Viehbestand, einen Ochsen und aktuell Anzahl der Monate bis zur Erschöpfung der Vorräte 4. Das finde ich auch ganz cool. Die Vorräte, die bestehen aus Nahrung und aus Brennstoff. Das heißt, man produziert einfach und sieht hier immer, wie viele Monate man im Endeffekt noch durchkommt. Aktuell kommt man mit der Nahrung noch 4 Monate durch. Brennstoff haben wir keinen Verbrauch, weil es gerade Frühling ist. Und hier sehen wir die Materialien. Also das ist dann eh Standard mit Bauholz, Bretter und Co. Die Nahrung
ist hier mit Überbegriffen. Also wir haben für Fleisch, Gemüse, Beeren, nichts, was da jetzt in die Tiefe geht, aber das ist auch absolut in Ordnung so. Brennholz und Holzkohle gibt's. Dann haben wir hier die Feldfrüchte. Da geht schon ein bisschen ins Detail, da kann man dann halt schauen, wahrscheinlich mit Flachs kann man dann später Kleidung machen und Co. Und hier geht es richtig ins Detail, nämlich Handwerksmaterial, Gebrauchsgüter, Mäntel, Kleidung, Kerzen und Co. Und Militär, denn sie wollen auch tatsächlich Massenschlachten bieten später. Das geht aktuell jetzt auch schon im Early Access, glaube ich, zumindest kann man sich gegen Angriffe wehren und Co. Aber ja, ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal rein, neue Nachricht. Auf in goldene Zeiten. Unser Ziel ist es quasi, Siedlungsstufe große Stadt zu erreichen. Dann hat man es geschafft. Ja, am Anfang muss man auf jeden Fall mal schauen, dass man Brennholz hat. Ich übergehe diese Tutorial-Sachen jetzt einfach mal, die ich schon gemacht habe. Der Straßenbau ist relativ cool. Das heißt, wir können hier einfach klicken und mit einem Klick auf Bau ist es erledigt. Und dann werden wir jetzt einfach mal beginnen und schauen, wie viel Holz haben wir aktuell auf Lager, nur 8 Bauholz. Also ich würde sagen, wir beginnen einfach mal mit einem Holzfällerlager. Ganz wichtig, es gibt noch die Ansicht, wo ist denn das mit den Ansichten? Hier rechts Overlay, genau. Und zwar gibt es die Ansicht Grundwasser, das heißt hier könnte man Brunnen platzieren. Es gibt Weizenfruchtbarkeit, die ist so ziemlich überall. Flachs ist nur hier rechts. Roggen und Weizen ist so ziemlich überall, also würde ich sagen, dass wir hier links in dem Bereich Roggen und Weizen dann vielleicht später mal anbauen. Aber das heißt, in der Gegend sind wir schon ganz gut zu Hause. Fangen wir mal an mit einem Holzfällerlager. Jetzt ist die Frage, wohin? Hier oben haben wir Vorkommen von anderen Dingen, also würde ich das Holzfällerlager mal nicht hinbauen. Aber wir können es hier hinbauen. Hier kann man das Ding auch drehen. Und ja, ich platziere es. Eigentlich ist das zu nahe, jetzt muss ich mal kurz schauen. Kann man das noch verschieben? Abreißen. So. Ich hätte es gerne ein bisschen weiter weg, muss ich sagen. Holzfällerlager. Ah ja, schaut mal, hier sind auch schon Straßen, wo die quasi durch die Region gehen und das sieht alles wunderschön aus, muss ich sagen. Hier finde ich das Holzfällerlager eh ganz nett, weil hier sind wir mitten im Wald. Da bauen wir es hin. Können wir jetzt eh schon mal starten und dann würde ich sagen, werden wir auch mal schauen, dass Nahrung produziert. Wobei Nahrung kommen wir noch 4 Monate durch. Aber nichtsdestotrotz gehen wir mal auf ein Jägerlager. Weil wir hier oben waren irgendwo wilde Tiere, oder? Oh, hier oben, das ist doch recht weit. Aber vielleicht stellen wir das einfach mal hier hin. Und machen dann einfach so eine kleine Straße darauf. Mit den Straßen ist eh zum Glück relativ easy. So, genau. Und hier runter vielleicht noch, dass wir die Anbindung auch noch haben. Dann sind die Leute einfach ein bisschen schneller unterwegs. So, und was eben so schön ist, es gibt hier sogar eine 12-fache Geschwindigkeit, warum ist auch einfach erklärt. Und zwar wird hier alles sehr, sehr detailreich simuliert. Das heißt, der Ochsenkran bringt jetzt erstmal das Holz hier rüber. Die Leute planieren hier gerade das Gelände, damit hier alles wirklich dann frei ist. Diese ganzen Büsche weg und so weiter. Das ist unfassbar detailreich. Hier hilft das ganze Dorf mit. Ist eh ganz nett. Das ist die Frage, ob wir das mal... Ah, wir sind ja gerade auch da. Ich mache natürlich nichts. Aber ich kann dann auch hier drin rumspazieren. Ist eh ganz nett. Also, das ist auf jeden Fall eine coole Geschichte. In meiner Lords müssen Ressourcen in fast allen Fällen mit körperlichem Aufwand transportiert werden. Dies kann einige Zeit in Anspruch nehmen. Ihr könnt also auf Wunsch die Spielgeschwindigkeit verändern. Das ist das, was ich gesagt habe. Also, man kann das Spiel halt einfach wahnsinnig langsam spielen. Die Atmosphäre ist halt einfach mega, muss man ganz ehrlich sagen. Gut, das haben wir jetzt mal fürs Holzfällerlager. Hier oben haben wir dann die Nahrung. Wo haben wir das hingebaut? Oder habe ich es nicht gebaut? Hier, passt, genau. Und dann brauchen wir später noch, und das ist richtig cool, wo haben wir es denn? Wohngebäude. Und zwar ist das eine Hofstätte. Und diese Hofstätten sind ziemlich genial. Das sind nicht nur einfache Häuser, sondern einige Gebäude verfügen über flexible Grenzen. Bestimmt 4 Punkte, um ein Gebiet zu markieren. Der Cursor rastet an Straßen und Gebäuden ein und es wird versucht, eine möglichst natürliche Form zu erzeugen. Definiert eine größere Fläche, um Platz für zukünftige Erweiterungen zu lassen. Die ersten 2 Punkte markieren standardmäßig die Vorderseite des Hauses. Das heißt, wir können hier theoretisch mal beginnen mit unseren Häuschen. Und ich fange einfach mal hier an.
Gehe hier rüber und dann ziehe ich es nach hinten. Jetzt wollte ich gerade die Map drehen, aber das geht so nicht. So. Da war jetzt aber das Spiel nicht schuld, sondern das war mein Fehler. Und hier seht ihr übrigens, das sind die Gebäude, die flexible Grenzen haben. Also ich ziehe das hier rüber und dann einfach mal hier zurück. Und dann zieht es hier. Und da sieht man, okay, hier hat man Platz für zwei Gebäude. Und man hat noch Platz für zwei Erweiterungen. Und damit haben wir schon Platz für zwei Familien. Wir haben aber insgesamt deutlich mehr. Wir haben nämlich fünf Familien. Genau, das heißt, wir werden das Ganze dann hier einfach vergrößern. Und theoretisch hätten wir hier Platz, aber wir haben nicht genug Baumaterial im Moment. Also Fokus sollte jetzt auf jeden Fall mal am Holzfällerbau liegen. Da kann es dann auch ganz klassisch Priorität vergeben. So, Gebäude wurde keiner Familie zugewählt. Wählt es aus und weist ihnen eine Familie zu, wenn ihr mit der Produktion beginnen möchtet. Das heißt, wir weisen hier jetzt mal zwei Familien zu, die am Holzfällerlager arbeiten sollen. Das ist Peter, mit Friedlein und mit Margret. Das ist die Familie, das sind Holzfäller. Gut. Während menschliche Arbeitskräfte zugewiesen werden, müssen wir Arbeitsvieh standardmäßig auf Arbeitsplätze aufteilen. Das heißt, im Reiter erweitert könnt ihr Tiere jedoch dauerhaft einem Arbeitsplatz zuweisen. Das heißt, wenn ihr jetzt so diesen einen Ochsen eben habt, dann arbeitet er überall mit, außer ihr sagt, der soll nur fürs Holzfällerlager da sein. So, jetzt schauen wir mal ganz kurz. Ich schaue mit euch mal runter ins Holzfällerlager, weil ich finde eben, dass das so unfassbar schön ist. Also grafische Einstellungen habe ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht ganz gecheckt. Ich habe das jetzt einfach mal auf Standard gelassen. Aber für ein Strategiespiel, ich meine, hat schon was. Vor allem finde ich auch die Bäume extrem nett. Also von der Gestaltung her sieht das alles so super schön und organisch aus. Ich habe, glaube ich, noch nie so einen schönen Wald gesehen im Aufbaustrategiespiel. Muss ich tatsächlich sagen. Gut, wir beginnen jetzt auf jeden Fall Holz zu produzieren, was ja schon mal ganz wichtig ist. Und auch ganz wichtig, hier sehen wir übrigens, unsere Vorräte liegen einfach so rum. Und dementsprechend müssen wir schauen, dass die dann auch später in ein Lagerhaus kommen. Das Lagerhaus werde ich dann vielleicht hier produzieren, dass wir hier eher unser Zentrum machen mit Marktplatz und Wohnhäusern. Und dass wir sagen, wir bauen hier dann unten dieses Bereich Logistik. Gibt es einen Speicher, ein Lebensmittellager oder es gibt das Lagerhaus. Die Frage ist, was wir wollen. Aber machen wir es uns vielleicht zuerst mal wirklich die Häuser fertig. Erhöhen wir einfach mal das Tempo. Da sieht man, zwölffache Geschwindigkeit geht dann schon was weiter. Und damit haben wir schon. Ein weiteres Familienmitglied schließt sich an. Neue Söldnerkompanien verfügbar. Cool, man kann Söldner anscheinend auch anheuern. Und da sieht man schon, wie unfassbar nett hier diese Siedlung aussieht. Beziehungsweise das erste Häuschen aussieht. Wir sehen hier oben eben einen Wohnraum. Plus 1 heißt, weil der zweite Wohnraum gerade gebaut wird. So, Spiel gespeichert. Wir haben 3 Bauholz, also würde ich sagen, machen wir einfach gleich die nächsten Häuschen. Schaut euch da oben mit den Jägern aus, unserer Jägerfamilie. Das wäre dann auch wichtig. Zufriedenheit geht gerade runter, ja, wir haben noch immer die Obdachlosigkeit als Thema. Dann machen wir hier einfach mal weiter. Ja, sobald ich dann hier rumbauen will, wird es zu groß. Das heißt, wir beginnen einfach mal so. Irgendwie wackelt gerade mein ganzer Tisch. Wir haben halt noch Baustelle zu Hause im Moment. So. Man sieht auch, dass die Häuser alle so ein bisschen anders aussehen. Was ist so unfassbar nett. So, was haben wir hier? Annehmlichkeiten, Wasserzugang, Kirchenstufe, Brennstoffstand, Lebensmittelstand, Bekleidung. Das sind so die Dinge, die wichtig sind. Und Erweiterung für den Hinterhof errichten. Ah, das habe ich auch gelesen. Man kann zum Beispiel einen Gemüsegarten zusätzlich machen, dass die Leute halt quasi neben ihrem Job, den sie haben, zusätzlich da hinten auch noch anbauen. Wir haben 50 Regionsvermögen. Das heißt, ich würde sagen, wir beginnen einfach mit einem Gemüsegarten. Dann wird hier hinten zusätzlich noch Nahrung produziert. Das ist ja ganz nett hier. Oh, die Toilette. Die gehört natürlich in einen richtig guten Gemüsegarten. Schaut euch an, wie schön das ist. Also ich bin hin und weg. Vielleicht machen wir doch ein Let's Play draus. Muss Cities Skylines
pausieren. Das ist echt unfassbar schön. So, wir haben auf jeden Fall Probleme. Ungeschützte Waren in beiden Bereichen und Obdachlosigkeit. Im Winter ist der Frierungstod und so ist es halt jetzt mit der Unzufriedenheit ein Problem. Das heißt, da müssen wir jetzt auf jeden Fall ja, schauen, dass was weitergeht. Wie viel Baumaterial haben wir aktuell? Wieder 2 Bauholz. Ich hätte nur ganz gerne hier das Lager hier auch. Das Lager. Ja doch, Jägerlager, sagt man. Angeliefertes Baumaterial anscheinend. Gerade jetzt aktuell der Stand. Ist halt ein weiter Weg. Hier sehen wir, die Leute gehen gerade drauf. Planieren hier oben mal das Gelände. Und hier unten, was macht die hier? Ja, planiert auch. Wir werden jetzt einfach mal wieder beschleunigen. Und dann mache ich hier einfach gleich weiter. Dem nächsten kleinen Häuschen. Wir müssen schauen, dass eben die Familie nicht mehr obdachlos sind. So. Ist gut. Haben wir noch Bauholz? Ja, ein bisschen. Dann würde ich noch Folgendes machen. Ich würde euch gerne zeigen, wie es aussieht. Wenn man jetzt zum Beispiel hier so baut. Ah, okay, das geht nicht. Aber so würde gehen, oder? Dafür ist es zu klein. Ah ja, schaut mal. Das ist eben das Schöne, was ich meine, dass sich das halt alles so anpasst. Wir haben hier, fast wie in einem englischen Vorgarten, in so einer englischen Vorstadtsiedlung, irgendwie Haus mit länglichen Garten. Aber wenn du es jetzt einfach mal komplett anders baust, so wie hier, gehen wir mal auf Beschleunigen, dann sieht man auch, wie langsam nämlich hier das Fundament errichtet wird und so weiter. Das ist einfach, du machst aber auch nichts, Fritz. Das war einfach wunderschön. So. Gebäude ist fertig. Und wenn das hier auch noch fertig ist, dann haben wir die Obdachlosigkeit mal besiegt bei uns. Das ist ja schon mal nicht so schlecht. Oh, sehr schön. Also wir brauchen ausreichend leere Hofstätten, dann wächst die Bevölkerung. Die Zufriedenheit muss mindestens 50% betragen. Obdachlosigkeit haben wir jetzt bekämpft. In den letzten 30 Tagen, das heißt, das wirkt sich anscheinend dann noch etwas länger aus. Gut, dann würde ich sagen, brauchen wir unbedingt einen Brunnen und wir haben hier glücklicherweise auch hier diese Ader. Das heißt, ich packe den Brunnen einfach hier so an die Straße, das ist irgendwie ganz nett. So, wie sieht es hier oben aus? Hier haben wir schon ein Jägerlager. Das heißt, wir teilen hier, ich würde sagen, 2 Familien zu, damit die auch für ordentlich Nahrung sorgen. Denn wir sehen hier schon, Nahrung ist runtergegangen und Brennstoffe kommen noch 3 Monate aus. Das heißt, auch das mit den Brennstoffen wird dann bald mal eng. Das heißt, da sollten wir dann früh genug beginnen. Da gibt es dann hier irgendwo bei Sammeln genau die Brennholzhütte. Die Arbeiter fällen Bäume in der Nähe, um Brennholz zu produzieren. Ah, okay, das heißt, sie verarbeiten jetzt gar nicht die klassischen Holzpflöcke weiter, sondern das ist anscheinend ein eigenes, die gehen selber hier Bäume abholzen. Also okay, dann packen wir das hier unten hin und jetzt sehen wir hier Nahrung und Brennstoff ist knapp, ja. Wobei im März häufige Regenfälle, ah, das ist auch schön. Das ist auch richtig nett hier. Also da gibt es auch einige Eigenschaften, einige saisonale, auch logisches. So. Geil ist, dass ich jetzt einfach schon mal in meinem ersten kleinen Versuch, um mit dem Spiel warm zu werden, anscheinend verhungere oder erfriere. Aber schauen wir mal, ob es klappt, dass wir das jetzt noch hinkriegen. Ich meine, Brennstoff heißt ja, im Endeffekt haben die Leute jetzt natürlich ein Haus und haben halt alle mal Holz geholt, das da rumlag. Dementsprechend ist das schon irgendwie verständlich. Dafür wird jetzt eben Brennholz produziert. Jetzt haben wir keine freien Familien mehr. Das heißt, es ist alles zugewiesen. Das heißt, ich würde sagen, Bauholz haben wir jetzt genug. Ich ziehe da eine Familie mal ab. Und wir werden jetzt, damit wir vielleicht mehr Leute anziehen, oder machen wir das mit dem Lager vielleicht noch zuerst, weil das ist jetzt noch ein Problem. Wir brauchen noch einen Speicher.
Den könnten wir hier irgendwo hinstellen. Ganz nett. Und ein Lagerhaus. Das packe ich hier in die Nähe von den beiden holzproduzierenden Betrieben. Wobei der Speicher wäre dann hier oben vielleicht eigentlich klug, fällt mir gerade auf. Weil hier oben haben wir ja Lebensmittel, die produziert werden. Stellen hier einfach gegenüber von diesen kleinen Bäumchen hin. Genau, und das ist eben das, was ich so gemeint habe. Das heißt, hier, dieses kleine Grundstück wurde hier... Schauen wir uns einfach aus der Ego-Perspektive an. Ah, hier sind wir eh schon. Passt. Kann ich da rein? Ja. Hallo. Oh, die kommt gleich mit einer Axt raus. Und geht einfach mal. Okay. Ja, hier sieht man eben auf jeden Fall, dass sich das so schön anpasst, so wie ich es gemacht habe. Und dass hier automatisch so ein Zaun gezogen wird. Was auch super cool ist irgendwie. Das sieht so richtig schön organisch aus vom Wachstum her. Also ich bin hin und weg. Das habe ich selten erlebt. Ich glaube, mich hat wirklich selten ein Spiel so geflasht. Für diejenigen, die unsicher sind, im Game Pass ist es drin. Also ich habe es auch nicht gekauft. Ich spiele es gerade im Game Pass. Da könnt ihr die ganz normale Version zocken und... Ja, das ist auf jeden Fall ganz cool, um es einfach auszuprobieren, weil ein Game Pass, wenn ihr ihn noch nicht habt, glaube ich, gibt es gerade für 1 Euro oder so. Weiß nicht genau. Eine Familie wünscht sich eine größere Marktfläche für ihren Stand. Die hätten gerne eine Marktfläche. Auch logisch eigentlich. So, Marktplatz. Bietet den zugewiesenen Familien Platz, auf dem sie Marktstände errichten können, um ihre jeweiligen Produkte an die Hofstätten zu verteilen. Ein gesundes Verhältnis von Angebot und Nachfrage ist notwendig, um die Bedürfnisse der Bewohner zu erfüllen und die Zufriedenheit auf einem hohen Niveau zu halten. Das sieht man schon mal, dass das Spiel, glaube ich, viel mitbringen wird, um später, um hier später ordentlich komplex zu werden, auch würde ich mal sagen. So, gut versorgter Marktplatz ist das Lebenselixier der Stadt. Zugewiesene Familien errichten automatisch Stände, solange genügend Platz vorhanden ist. Bewegt den Mauszeiger über bestimmte Kategorien, um die aktuellen Werte von Angebot und Nachfrage zu überprüfen. Die Marktbedürfnisse jener Hofstädte, die dem Marktplatz am nächsten sind, werden zuerst gedeckt. Okay, das ist, haben wir jetzt ja alles relativ nahe rangebaut. So, dann würde ich sagen, beschleunigen wir einfach mal wieder. Damit hier Gebäude ist fertig. Brennholzstand. Ah! Da haben wir unseren ersten Marktstand, wie cool. Und es sieht richtig nett aus. Auch hier die Spiegelungen. Wir sind hier beim Aufbaustrategietitel, den eine Person programmiert hat. Bin hin und weg. Frage ich mich schon, was ich mit meinem Leben dann eigentlich gemacht habe. Viel zu wenig anscheinend. So, Lagerhaus. Da muss man anscheinend auch Familien zuweisen, damit da was... also das ist anscheinend auch ein Arbeitsplatz. Holy shit, da schüttet's. Finde ich aber richtig atmosphärisch gerade. Ich würde sagen, wir machen hier einfach gleich mit den Wohngebäuden weiter, damit wir mehr Familien anlocken. Zufriedenheit haben wir nämlich in der Höhe von 50%. Das heißt, da dürfte noch ein bisschen was gehen zumindest. Fläche zu klein. So. Oh. Da haben wir Platz für 2 Häuser. Gut, gut. Bauen wir hier einfach die Straße wieder weiter. Sehr schön. Dann haben wir so eine kleine Kreuzung. Der Ochsenkahn ist schon wieder unterwegs. Dann hoffe ich mal, dass wir da bald neue Bewohner dazu bekommen. Ach, Leute. Ungeschützte Vorräte werden durchnässt. Holy shit. Das ist gerade schlecht. Priorität vom Speicher hoch mal. Lagerhaus ist eh schon fertig. Ah, der Speicher muss fertig werden. Und die holen jetzt hoffentlich schon das Zeug, das da rumliegt. Ah ja, die transportieren da gerade rüber. Und hier sind eben die Vorräte, Sklaven da. Was ist denn das? Burger Patties. Schaut nach Brot oder Gebäck aus auf jeden Fall. Eieiei. Ist das schön. Auch so leicht neblig alles. Also. Bin entsetzt zugleich. Also entsetzt und begeistert zugleich, sagen wir so.
Thema Nahrungsvielfalt, die wird nicht sonderlich gut bewertet. Es gibt nur Fleisch. Also so wie bei meinem Papa am Wochenende. Bekleidung gibt's nix. Brennstoff 3. Gut. Heißt das, wir haben schon einen zweiten Stand? Ah ja, tatsächlich. Wir haben einen Lebensmittelstand. Ah ja. Hier hängen schon ein paar. Und wieder weg. Ungeschützte Waren. Nicht zugewiesene Familien werden für Bauarbeiten benötigt. Ach so, wir haben keine Familienfreie. Das ist natürlich eher doof. Wenn wir da oben eine abziehen, würde ich sagen. Diese Familie betreibt einen Marktstand. Wenn du ihre Zuweisung entfernst, muss der Markt von jemand anderem übernommen werden. Okay. Ja, richtig, richtig nett, Leute. Aber ich höre jetzt mal auf zu schwärmen. Versuch's zumindest. Und ich hoffe mal, dass hier jetzt bald mal fertig ist. Ja, apropos fertig. Gutes Stichwort. Ich werde es für den ersten Part mal belassen. Schreibt mir mal eure Meinung in die Kommentare. Und dann werde ich mal überlegen, ob ich hier ein Let's Play draus mache oder ob das einfach so ein kleiner First Look wird. Und das überlasse ich dann gerne euch. Aber ich finde, der erste Eindruck ist der Hammer. Also ich hätte wirklich Bock weiterzumachen, aber mache ich nur, wenn auch ihr Lust drauf habt. Also bitte schreibt es mir und ja, bis bald. Danke. Ciao.